Mein Name ist Bettina Scheurer. Ich arbeite bei der Stadtbibliothek Köln. Zu meinen Aufgaben hier gehört das Implementieren neuer Angebote, unter anderem auch der Makerspace, den wir hier 2013 eröffnet haben. Vielleicht können wir hier mal für die anderen das so zusammenfassen, was Sie ans Angebot im Grunde im Rahmen des Makerspaces hier vorhalten. Der Makerspace ist ein Raum für ein virtueller Raum sozusagen, natürlich auch ein physischer, aber es ist nicht bezogen auf irgendein Zimmer, was wir hier in der Bibliothek haben, wo man Dinge ausprobieren kann und selber machen kann. Neue Technologien, zum Beispiel einen 3D-Drucker bieten wir da an, aber auch eine Vinylbar, wo man selber Schallplatten digitalisieren kann oder VHS-Kassetten digitalisieren. Also alle möglichen Angebote, die viel mit neuen Technologien zusammenhängen, die man woanders nicht ausprobieren kann. Die kann man bei uns im Makerspace testen. Was für Personen kommen denn hierher, um das dann zu nutzen? Anders als vielleicht das zunächst erwartet wird, wenn man einen 3D-Drucker im Makerspace anbietet, denkt man vielleicht, da kommen technikaffine junge Leute, die das jetzt mal sehen wollen, live, weil man einen 3D-Drucker eben nicht überall sehen kann, kommen tatsächlich die Menschen quer durch den Garten. Es kommen Junge und Alte und Frauen und Männer, vom pensionierten Ingenieur bis zur Designstudentin, die eine Lampe entwerfen möchte und die mal prototypisch ausgedruckt haben will am 3D-Drucker. Das ist eigentlich die besonders tolle Erfahrung, die wir damit gemacht haben, dass man eben viele ganz unterschiedliche Menschen erreicht mit so einem Angebot. Welche Voraussetzungen braucht man, um bei Ihnen überhaupt hier Zugang zu finden? Keine. Keine. Kommen. Kein Bibliotheksausweis, nichts. Einfach kommen, einfach herkommen, gucken. Wir haben 6 Tage in der Woche geöffnet und sind für alle da. Was ist denn so Ihr Ziel? Also warum bieten Sie das an und was ist die Zielsetzung der Stadtbibliothek Köln dabei? Ja, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Wir sind als Bibliothek ja eine Einrichtung außerhalb des institutionalisierten Bildungssystems, in dem man Wissen und Informationen bekommen kann. Früher war das sehr stark fokussiert darauf, die Menschen zu ihren Informationen zu bringen, zu ihren Medien, die sie ausleihen, wieder zurückbringen, recherchieren in Datenbanken und so weiter. Mit der Digitalisierung der Gesellschaft und dem Internet hat sich das natürlich radikal geändert. Informationen stehen ganz anders zur Verfügung und Informationsvermittlung hat eine andere Funktion. Hier geht es uns heute darum, Wissen anzubieten, die Möglichkeit zu geben, als Bibliothek sein Wissen zu erweitern. Und zwar nicht systematisch mit dem Ziel auf ein Universalwissen hin, sondern mit dem Fokus auf die Dinge, die den Einzelnen interessieren und die vielleicht auch woanders nicht zur Verfügung stehen. Und indem wir neue Technologien zum Beispiel anbieten, 3D-Druck, Robotics, Coding und Workshops dazu, geben wir den Menschen die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern. Und das, was unsere Rolle ist, ist nicht Wissen zu vermitteln, sondern es zu ermöglichen, dass sie selber Wissen erlangen können, miteinander teilen können. Es gibt so ein bisschen englischsprachige Schlagworte dazu: Explore, Create, Share. Entdecke etwas bei uns, mache etwas selber und teile das mit anderen. Das charakterisiert eigentlich ganz gut so unseren Ansatz. Welchen Nutzen hat denn die Kommune, die Stadt jetzt davon, dass Sie sowas anbieten? Wir wollen uns natürlich nicht in Zahlen messen, wenngleich man natürlich sagen kann, dass der Zuspruch riesig groß ist. Wir sind eine Bibliothek, die fast 2,3 Millionen Besucher jedes Jahr hat. Das heißt, wir sind die am meisten besuchte Kultureinrichtung in der Stadt und haben aufgrund dessen auch die Möglichkeit, vieles, vieles an die Menschen zu bringen und anzubieten, was an keiner anderen Stelle passieren kann. Wir verstehen uns als Bibliothek als dritter Ort für die Menschen neben dem Zuhause, dem Arbeits- oder Ausbildungsplatz, zu dem sie kommen können, um sich miteinander auszutauschen. Und das ist ein Riesenbenefit für eine Kommune. Welche Rechtsform ist es? Wir sind ein Amt der Stadt Köln. Wir gehören zur Stadt Köln, also kommunaler Trägerschaft. Ist diese Bibliothek nicht wie in Niederlanden oder so, wo es Stiftungen sind. Also wir sind eine kommunale Behörde und werden insofern auch von der Kommune finanziert, ergänzt durch Sponsorengelder, Drittmittel, Fördermittel, Projektmittel. Mit wie vielen Mitarbeitern?
Wir haben insgesamt etwa 200 Mitarbeiter, tatsächlich auch 170 Ehrenamtliche, die in bestimmten Bereichen noch drauf arbeiten. Wir haben eine große Zentralbibliothek, 11 Stadtteilbibliotheken und einen Bus und eine Blindenhörbibliothek, um das abzurunden, und 2 kleine ehrenamtlich geführte Mini-Bibliotheken. Gut, Sie sagen, Sie sind verantwortlich für die digitalen oder für die überhaupt für Innovation. Was hier so, wie findet die Innovation zu Ihnen? Die findet natürlich zu uns, indem wir Teil einer Gesellschaft sind, die sich verändert. Und diese Veränderungen gehen nicht spurlos an uns vorbei. Das heißt, Trendreports, die jedes Jahr neu ermittelt werden, die nehmen wir natürlich zur Kenntnis und stellen fest, 3D-Druck zum Beispiel ist immer noch ein Thema, was für die Menschen interessant ist und was sich weiterentwickeln wird. Oder Robotics ist ein Thema. Programmieren lernen, Coding ist etwas, was im Wissenserwerb eine Riesenrolle spielt, auch schon für sehr, sehr kleine Kinder. Es gibt auch tolle Angebote für kleine Kinder. Also einerseits beobachten wir diese gesellschaftlichen Entwicklungen, nehmen Trends zur Kenntnis. Andererseits sind wir aber auch ein Team, das quer über alle Abteilungen, quer über alle Hierarchiestufen sich zusammensetzt und immer wieder selber in diese Communities sozusagen reinwirkt und Teil davon ist. Wir haben sehr viel Input aus der eigenen Mitarbeiterschaft. Diese ganzen Innovationen kosten ja auch Geld. Sind die in dem Budget, also wächst das Budget auch quasi an von der Kommune, was Ihnen zur Verfügung gestellt wird? Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Mhm. Nein, das Budget wächst nicht an, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Geld. Das heißt, wenn man kann sehr viele Projekte identifizieren, die es ermöglichen, Dinge zu implementieren im eigenen Haus, die eben nicht riesig kostenintensiv sind. Ob es dann eben über Drittmittelprojekte sind oder über Sponsorengelder oder einfach über Kooperationen. Wenn man gute Kooperationspartner hat, die einem zum Beispiel ein kleines Workshop-Programm anbieten, wie wir hier mit einer Schule kooperieren, deren Schüler als Junior-Experts bei uns Workshops zu digitalen Inhalten geben, dann ist das ein gewisser organisatorischer, aber kein großer finanzieller Aufwand, der dahinter steht. Mhm. Vielleicht sollten wir das nochmal kurz erläutern, wie so diese Kooperation aussieht. Also die Kinder bringen sich selber, also dass Sie das mal kurz erklären können. Ja, sehr gerne. Wir haben hier nahegelegen ein Gymnasium. In dieser Schule werden die Kinder zu großen Teilen mit iPads unterrichtet. Das heißt, da findet auch ein Umbruch in der Art zu lernen statt. Grundsätzlich sind Kinder und Schüler ja sehr fit im Umgang mit diesen digitalen Sachen. Nur diese Kinder können auch Inhalte erstellen und vermitteln und einbauen. Die können Filme drehen und alles Mögliche damit machen. Und dieses Wissen geben sie bei uns an unsere Kunden weiter. Das heißt, sie treten als Junior-Experts auf, die älteren Schülern, eben Bürgern der Stadt Köln, Dinge vermitteln. Zum Beispiel, wie drehe ich einen Film, wie komponiere ich ein Musikstück. Entschuldigung, ich stelle das mal. Die Digitalität schlechthin, mhm. Genau. Also die Junior-Experts, wobei sich die Schüler tatsächlich die Workshops, die sie geben möchten, selber aussuchen, weil das ein wichtiger Teil für deren Motivation auch ist. Die machen das schließlich ehrenamtlich bei uns. Sie lernen, indem sie vor einem kleinen öffentlichen Kreis lehren. Und wir haben ein Workshop-Programm durch die Junior-Experts, das eben interessante Inhalte noch für die Menschen bietet. Ein Makerspace-Programm für Selbermacher. Mhm. Genau, das ist also dann quasi ein Praxisprojekt für die Schüler. Mhm. Und da kommen Kölner Bürger gleich welchen Alters dorthin und lassen sich von den Kindern dann da belehren. Genau, die lassen sich schulen sozusagen. Das heißt, es sind immer kleine Workshops von 1,5 oder 2 Stunden, in denen man sich in irgendein Thema einarbeitet gemeinsam. Und wenn die Lernenden merken, dass das spannend für sie ist, dann können sie natürlich umswitchen auf einen VHS-Kurs oder auf eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema. Was wir hier anbieten, soll immer nur ein Einstieg in ein neues Thema sein. Mhm. Gut, aber trotzdem nochmal zu der Zielgruppe. Also
Wen sprechen Sie mit diesem Makerspace konkret an? Also ist es wirklich so, dass da auch ältere Menschen hinkommen und offen sind für diese neuen Entwicklungen? Haben Sie das gesehen? Ja, wir haben tatsächlich zwei Programmschienen. Das eine ist das Makerspace-Programm für Selbermacher. Das sind die Macher, die eben in der Stadtgesellschaft leben und Dinge selber machen möchten und ausprobieren möchten und lernen möchten, die diese Kurse besuchen. Das andere ist ein Strang, den nennen wir digitale Werkstatt. Das ist tatsächlich ein Einsteigerprogramm, das von unseren Kollegen gemacht wird, wo sie kleine einzelne Workshops haben und wirklich einen Einstieg ins Digitale lernen können. Und da ist automatisch die Zielgruppe eine ältere. Im einen sind es wirklich eher die aktiven Selbermacher, die sich neue Themen erobern wollen. Und im anderen Bereich ist es eben eine Einsteigerklientel, meistens etwas älter, die eben noch nicht so konfrontiert war mit digitalen Inhalten und die das dort dann lernen können. Mhm. In welcher Art von Öffentlichkeitsarbeit gehen Sie denn vor, um das überhaupt an die Menschen heranzutragen? Dass diese Möglichkeit überhaupt hier besteht? Wir haben natürlich eine organisierte Öffentlichkeitsarbeit, die von Pressemitteilungen über Veröffentlichungen in unterschiedlichen Fachzeitschriften, allen möglichen Publikationen geht, bis hin zur Bespielung unserer sozialen Medienkanäle, die wir natürlich haben, Twitter, Facebook, einen Blog, wo wir über unsere Aktivitäten regelmäßig informieren. Vielleicht können wir darüber noch sprechen, über die Maker-Filme? Ja, natürlich sehr gerne. Wir haben neben diesem Makerspace, den wir anbieten, in den die Menschen kommen können, um sich um Dinge kennenzulernen, die sie woanders nicht sehen können, haben wir eben jedes Jahr auch eine besondere Aktivität, einen Tag, der einer bestimmten Aktivität gewidmet ist. Zum Beispiel ein Maker-Day oder einen 3D-Tag oder im vergangenen Jahr war es die Mini-Maker-Fair in Kooperation mit dem Heise-Verlag, wo ganz viele Maker bei uns zusammenkommen, ihre sehr abgefahrenen Sachen anbieten und sich miteinander austauschen, ob es kleine Roboter sind oder irgendwelche Lichtinstallationen oder sich selbst gießende Blumen oder irgendwas. Also da merkt man einfach, wie viel Kreativität in dieser Szene ist und dass es dann auch gut ist, wenn die wiederum einen Ort hat, wo sie mal zusammenkommen kann, um sich miteinander zu vernetzen, aber auch um sich den Bürgern darzustellen und den Bürgern, die sonst nicht auf irgendwelche Nischenveranstaltungen gehen, eben hier in dieser Bibliothek einmal zu präsentieren. Können Sie nachverfolgen, welche Eigeninitiativen dann aus diesem ersten Kontakt hier bei Ihnen so entstanden sind? Also es gibt ganz viele längere Kontakte zu Kunden, die eben Dinge entstehen lassen, die sich Dinge vornehmen. Wir haben gerade einen Kunden im Makerspace, der sich seinen eigenen Roboter bauen will. Der wird sicherlich noch Monate da sitzen und immer kleine Einzelteile bauen, weil er erstmal damit beginnt, sich einen eigenen 3D-Drucker zu bauen. Also da entsteht ganz viel in unterschiedliche Richtungen und das ist eben nicht nur so ein Spielkram, sage ich jetzt mal, wo man denkt, da kann man irgendwelche abgefahrenen Würfelchen drucken, sondern die Anwendung des 3D-Drucks, die wird in unserem Leben eine Rolle spielen. Wenn Sie vielleicht Ihren Staubsauger kaputt haben und der ist schon 10 Jahre alt und Sie wollen gerne das Ersatzteil haben, dann wird Ihnen irgendwann die Firma vielleicht nicht mehr das Ersatzteil schicken, sondern eine Datei und Ihnen sagen, gehen Sie irgendwo hin, drucken sich das aus. Das heißt, dieses Wissen darum, was es für Möglichkeiten gibt und wie ich die für mich nutzen kann oder was die für mich überhaupt bedeuten werden, das ist für uns relevant, dass das an die Kunden vermittelt wird. Wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sehen Sie eigentlich die Stadtbibliothek Köln im Hinblick auf Makerspaces? Inwiefern wird sich das weiterentwickeln? Was denken Sie und was hoffen Sie? Ich denke, dass das Prinzip eines Makerspaces, das Prinzip des Selbermachens, das ist eine Entwicklung, die nicht mehr zurückzudrehen ist. Ob das jetzt mal weniger interessant wird für die Menschen, als es das jetzt ist, das ist eigentlich ganz irrelevant. Das Wissen explodiert, das vervielfältigt sich, vervielfacht sich in kürzester Zeit. Und da werden wir als Bibliothek immer unsere Aufgabe haben, das zur Verfügung zu stellen oder zu ermöglichen, dass man das bei uns erwerben kann. Und ob das heute ein 3D-Drucker ist, morgen ein Roboter und übermorgen irgendeine abgefahrene Platine, die man selber programmieren kann,
Das ist eigentlich ganz egal. Es wird immer ein Wandlungsprozess sein. Für uns ist wichtig, und da hoffe ich, dass wir da stehen, dass das Thema MINT-Erziehung eigentlich eine noch sehr untergeordnete Rolle spielt und dass wir das ändern, dass wir da unseren Beitrag dazu leisten können, dass wir Angebote machen, die Kinder interessieren, Menschen interessieren, Mädchen interessieren, um sich ein eigenes Bild von Techniken zu machen und sich eben zu emanzipieren von all dem, was einem vorgesetzt wird, sozusagen. Wie kommt es, dass gerade die Bibliothekare so wandlungsfähig auf einmal sind? Oder wirklich, dass sie im Grunde von ihrer alten Rolle die radikal verlassen und jetzt so eine neue Rolle einnehmen? Wir sind als Bibliothekare als Bibliothek eigentlich eine Einrichtung gewesen, die Wissen vermittelt oder Informationen vermittelt hat. Und spätestens mit dem Web 2.0 war das vorbei. Welche Informationen können wir vermitteln, die sich nicht jeder irgendwo anders auch holen kann? Und der Wandel, der für uns relevant ist, ist der unseres Kunden, der nicht mehr nur ein Rezipient ist heute und ein Konsument, sondern ein Produzent geworden ist. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, wollen nicht mehr nur irgendwie im Einweg etwas von uns wissen, sondern die generieren selber Inhalte und produzieren Wissen. Und diese Switch vom Konsumenten zum Prosumenten, der macht mit uns, dass wir eben nicht mehr nur mit Medien arbeiten, sondern mit Menschen was zu tun haben. Und darauf reagieren und unser Angebot darauf auch ausrichten. Mhm. Gleichwohl, also auch andere Institutionen sind ja davon betroffen. Warum? Also irgendwas muss da dran sein, dass die Bibliothekare irgendwie und Bibliothekarinnen irgendwie so offener sind, offenbar für diese neuen Entwicklungen. Können Sie sich das irgendwie erklären? Nicht wirklich. Wir sind vielleicht ein Berufsstand, der eben näher an den Menschen ist, als das bei wissenschaftlichen Institutionen der Fall ist. Wir sind sozusagen das Herz einer Stadt, was das Thema Wissen und Informationen angeht und nicht das Herz einer Universität. Insofern ist das vielleicht ein Grund dafür, dass wir eben offen auf Bedürfnisse zugehen, auf die wir reagieren. Wir sehen unsere Aufgabe ja nicht auf einer Art von absterbendem Ast, sondern auf einem sich wandelnden Pfad und da werden wir immer weiter dabei sein. Wir sind auch nicht kulturpessimistisch, dass das Buch jetzt ausstirbt oder sowas, weil das Wissen wird nicht aussterben. Super, das war ein tolles Schlusswort. Das ist dabei. Dankeschön.